Ein Land am anderen Ende der Welt. Zwei Inseln voller landschaftlicher Gegensätze. Gottesland, so nennen es die Neuseeländer. Hochgebirge auf der Südinsel. 17 Gipfel über 3000 Meter. Und Gletscher, die bis ans Meer fließen. Auf der Nordinsel Landschaften wie aus der Sagenwelt. Endlos wechseln Sandstrände mit felsigen Küsten ab. Zahllose Tierarten sind hier zu Hause. Im 19. Jahrhundert landete der deutsche Forscher Julius von Haast in Neuseeland, begierig, die Inseln zu erforschen. Seine Spuren sind bis heute gegenwärtig. Neuseeland. Ein Land, in dem die Natur die Menschen beherrscht, aber auch tief berührt. Seit seiner Entdeckung übt dieses Paradies im Pazifik eine magische Anziehungskraft aus. Wissenschaftler aus Deutschland zeigen uns ihr Neuseeland. Uwe Kautfuß, Geologe. Er erforscht die steinerne Vergangenheit des Inselstaates. Neuseelands Vogelwelt ist einzigartig. Ingrid Hutzler, Ornithologin. Sie sorgt dafür, dass dies so bleibt. Vor den Küsten ziehen Wale ihrer Wege. Jochen Zeschmar, Meeresbiologe. Er hat ein Herz für die Kleinen unter den Riesen. Heute wie damals fasziniert Neuseeland Wissenschaftler aller Fachrichtungen. Einer von ihnen ist Julius von Haast. Der Geologe aus Bonn soll im Auftrag britischer Unternehmer nach Bodenschätzen suchen. Es geht um sehr viel Geld. Doch Haast interessiert weniger, was sich möglicherweise im Untergrund befindet. Er will die beiden unbekannten Inseln grundlegend erforschen. Sein Auftrag ist für ihn eher Mittel zum Zweck. 1859 bricht Haast zu seiner ersten Expedition auf. Unter seinen Helfern befinden sich auch Maori. Die Ureinwohner Neuseelands sind Haast völlig fremd. Trotzdem verhält er sich ihnen offen und freundlich gegenüber. Der Vorstoß ins Unbekannte. Haast kann ihn kaum erwarten. Er rechnet mit allem. Gefahrvollen Naturkräften, undurchdringlichen Wäldern, wilden Tieren. Von uns aus gesehen liegt Neuseeland auf der anderen Seite des Erdballs. Kein anderer Ort auf unserem Planeten ist weiter entfernt. Würden wir in Europa ein Loch durch den Mittelpunkt der Erde bohren, kämen wir in Neuseeland heraus. Neuseeland liegt geografisch isoliert im Pazifik. Mit einer Fläche von 270.000 Quadratkilometern sind Nord- und Südinsel zusammen etwa viermal so groß wie Bayern. Im äußersten Südwesten der Südinsel ein Reich aus tief eingeschnittenen Fjorden. Dazwischen schroffe Gipfel. Bis zu 3000 Meter hoch. Regenwälder bedecken die Hänge. Teilweise reichen sie bis an die Meeresküste. Einzigartig auf der Welt. Die Südalpen. Eine majestätische Gebirgskette. Aufgefaltet vor 100 bis 150 Millionen Jahren. Nach Norden schließen sich rund um den Mount Owen karge Höhenzüge an. Diese markanten Plateaus sind aus dem Kinofilm Herr der Ringe bekannt. Die Südinsel endet im äußersten Nordwesten mit der langgestreckten Halbinsel Cape Farewell.
Einige von Neuseelands Vulkanen gehören zu den aktivsten der Welt. Sie bilden das explosive Zentrum der Nordinsel. Die Erdkruste ist hier relativ dünn. Dicht unter der Erde brodelt es wie sonst nirgendwo im Land. Der White Island Vulkan liegt nur wenige Kilometer vor der Küste der Nordinsel. Für den deutschen Geologen Uwe Kaulfuß ist dieser einzige aktive Inselvulkan Neuseelands ein unvergleichliches Forschungsgebiet. Hier kann der Wissenschaftler einen Teil der Entstehungsgeschichte des Landes hautnah erleben. Mit dem Helikopter lässt er sich mitten im Krater absetzen. Bis zu 1000 Eruptionen werden täglich auf dem White Island registriert. Die meisten sind allerdings so schwach, dass sie nur von Seismographen wahrgenommen werden. Seit 7 Jahren lebt und arbeitet Uwe Kaulfuß in Neuseeland. Der 37-jährige Forscher kam als Doktorand und ist geblieben. Exkursionen auf den White Island Vulkan gehören für den Geologen aus Freiberg in Sachsen zu den Höhepunkten seiner Arbeit. Nirgendwo sonst lassen sich die Urkräfte des Planeten so gut erforschen. Dieser 2 Millionen Jahre alte Feuerberg ist ein riesiges Freiluftlaboratorium. Wir können aus nächster Nähe die vulkanischen Prozesse beobachten, die hier stattfinden. Wir können die Gasaustritte sehen, wir spüren die Hitze, die vom Vulkan ausgeht, wir riechen die Gase. So, wir kommen ganz nah an diese Naturgewalten heran. Und das ist schon was ganz Besonderes, selbst für einen Geologen. Täglich setzt der White Island große Mengen Schwefel frei. Schwefel, das bedeutet beißender, giftiger Gestank. Der letzte größere Ausbruch liegt noch nicht lange zurück. 2013 spuckte der Krater 10 Minuten lang Schlamm und Gesteinsbrocken. Über dem Vulkan stand eine 4 Kilometer hohe Rauchsäule. Das ist schon mit Gefahr verbunden, wie jeder Vulkan, der aktiv ist. Gefahr hier sind vor allem die steilen Kraterhänge, die jederzeit kollabieren können, die vulkanischen Gase. Und es kann natürlich auch jederzeit zu Eruptionen kommen. Die sind normalerweise auf White Island sehr, sehr heftig und explosiv, diese Eruptionen. Und die können auch unter Umständen ohne große Vorwarnung auftreten. Also quasi jeden Moment. 320 Meter ragt der Vulkankegel des White Island aus dem Meer. Der viel größere Teil des Berges liegt allerdings unter Wasser. Rund 1600 Meter erhebt sich der Vulkan über dem Meeresboden. Unter Neuseeland ist die Erde sehr aktiv. Die Inseln liegen genau über den Rändern der pazifischen und der australischen Platte. Beide bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Diese Reibungskräfte verursachen immer wieder Vulkanausbrüche und Erdbeben. 2010 und 2011 wurde Christchurch an der Ostküste der Südinsel von heftigen Beben heimgesucht. Sie hatten die Stärke 7,1 und 6,3 auf der Richterskala. 185 Menschen fanden den Tod. Der Wiederaufbau ist noch lange nicht abgeschlossen. Reist man von Christchurch nach Norden, beginnt eine ausgedehnte Berglandschaft, wild und schroff. Sie muss auf die Siedler vor 150 Jahren sehr abweisend gewirkt haben. Einer der ersten, der sich damals in diese Wildnis vorwagte, war Julius von Haast. Der Geologe, der zu Hause fast auf eine Karriere als Opernsänger gesetzt hatte, kann sich über erste Erfolge freuen.
Am Grey River ist er auf eine meterdicke Kohleader gestoßen. Haast ist sich sicher, dieser Fund wird seine Auftraggeber fürs Erste zufriedenstellen. Und er verschafft ihm Luft für seine eigenen Interessen. Haast wird getrieben von der Frage, wie diese Doppelinseln einst entstanden sind. Der Geologe inspiziert das Gelände ganz genau und sammelt Gesteinsproben. Seine Funde will er später genauer untersuchen. Haast ahnt, dass es hier noch viel zu entdecken gibt. Für ihn ist der Aufenthalt ein echter Glücksfall. Auf geht's! Komm, komm, komm! Im späten 19. Jahrhundert gibt es nur noch wenige weitgehend unerforschte Länder. In Neuseeland kann ein Wissenschaftler dagegen noch richtiges Neuland betreten. Wann Menschen in Neuseeland zum ersten Mal gelandet sind, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Inseln in mehreren Wellen von Polynesien aus besiedelt wurden. Zwischen 1280 und 1350 sollen die ersten Polynesier hier angekommen sein. Die Nachkommen dieser Seefahrer sind die Begründer der Maori-Kultur. Die Spuren der Ureinwohner Neuseelands sind bis heute allgegenwärtig. Etwa 14% der neuseeländischen Bevölkerung sind Maori. Ihre Sprache ist neben dem Englischen seit 1987 zweite Amtssprache. Ihre Geschichte, Rituale und ihre Gedankenwelt erforscht die deutsche Anthropologin Tanja Schubert-MacArthur. Sie untersucht, wie Maori und Weiße im heutigen Neuseeland zusammenleben, wie der Austausch zwischen den Kulturen funktioniert und sich die Rolle der Maori in der Gesellschaft entwickelt. Von dem Künstler und Musiker Horomona Hora erhofft sie sich einen Einblick in die ansonsten sehr verschlossene Welt der Maori. Für mich ist es ganz faszinierend, jemand wie den Horomona hautnah zu erleben. Und als Anthropologin bin ich ja interessiert an der Verständigung zwischen Kulturen. Da kann ich immer was lernen dabei. Der Haka, der traditionelle Kriegstanz der Maori, soll die Gegner das Fürchten lehren. Vor jedem Anpfiff zelebrieren die All Blacks, die Rugby-Nationalmannschaft Neuseelands, diesen Tanz. Auch Musik spielt für die kulturelle Identität der Maori eine wichtige Rolle. Horomona Hora spielt das Muschelhorn, die Puatara. Anders als heute hatten die Instrumente der Maori vor der Besiedlung durch die Europäer immer eine ganz bestimmte Bedeutung im Alltag. Der Musiker versteht sich als Bewahrer der Tradition. Er will ihren Reichtum lebendig halten. Der Film Whale Rider bringt uns die Mythen und Rituale der Maori nahe. Ein gestrandeter Wal und die 12-jährige Paikea spielen darin eine zentrale Rolle. Nach einer Maori-Sage kam der Urahn Paikea auf einem Wal reitend an die neuseeländische Küste. Im Film soll das 12-jährige Mädchen Führer eines Maori-Stammes werden. Erst als sie unter Lebensgefahr einen gestrandeten Wal zurück ins Meer reitet, wird sie als künftiges Oberhaupt akzeptiert. Auch in der Realität sind die Gewässer vor Neuseeland ein Treffpunkt für riesige Meeressäuger. Buckelwale finden hier reichlich Nahrung. Pottwale werden bis zu 15 Meter lang. Zur Jagd tauchen sie tief in den Ozean hinab. All
Orcas, die sogenannten Killerwale, gehören zu ihren ständigen Begleitern. Für Walforscher sind die Meere vor Neuseeland ein Paradies. Seit 15 Jahren lebt Jochen Zeschmar auf einem Schiff in der Bay of Islands, ganz im Norden des Landes. Hier erforscht der gebürtige Ostfriese eine Walart, zu der es kaum wissenschaftliche Untersuchungen gibt. Den kleinen Schwertwal, auch bekannt als falscher Killerwal. Weltweit gilt Zeschmar als führender Experte für diese Tiere. Die kleinen Schwertwale sind extrem scheu. Schon seit mehreren Tagen kreuzt Zeschmars Team auf dem Meer. Ohne Erfolg. Die Wale zu finden ist das größte Problem und das ist buchstäblich die Nadel im Heuhaufen, die man dann öfter nicht findet, als dass man es tut. Aber wenn man sie dann findet, dann macht das den Aufwand wieder wett. Die Geduld der Forscher wird auf eine harte Probe gestellt. Statt der kleinen Schwertwale nähern sich neugierige Delfine. Fotos ihrer Rückenflossen stellt Jochen Zeschmar Meeresbiologen weltweit für Forschungszwecke zur Verfügung. Keine Wale in der Bucht. Der erste Tag verläuft erfolglos. Die Bay of Islands gehört zur Halbinsel Nordland. Sie ist für ihre landschaftliche Schönheit berühmt. Klare Flüsse, sanfte Hügel, weit ausgedehnte Wälder. Das Nordland, umspült vom Pazifik, gilt als Neuseeland im Kleinformat. Für Jochen Zeschmar geht in der Bay of Islands die Suche weiter. Und heute scheint er Glück zu haben. Seine Mannschaft hat einen der seltenen Wale gesichtet. Jetzt zählt jede Minute. Der Meeresbiologe will die Tiere unbedingt filmen, um ihr Verhalten später genauer auswerten zu können. Die kleinen Schwertwale werden leicht mit Delfinen verwechselt. Sie sind allerdings größer und dunkler. Mit spektakulären Aufnahmen konnte der Biologe vor kurzem nachweisen, was er vorher nur vermutet hatte. Kleine Schwertwale und Delfine gehen gemeinsam auf Jagd, artübergreifend. Bisher galt dies als unmöglich. Diese Aufnahmen der seltenen kleinen Schwertwale sind eine Sensation. Nie zuvor wurde eine so große Gruppe gefilmt. Wale sind für mich einfach faszinierend. Ich habe sie immer schon toll gefunden. Als Kind, als meine Freundin Dinosaurier toll fand, fand ich schon Wale gut. Und ich hatte mir jetzt vor ein paar Jahren, als ich mal wieder zu Hause war, noch ein paar Bilder angeguckt, die ich als Kind gemalt habe. Und das waren alles schon Wale und Segelschiffe. Und insofern, ja, das ist mein Kindheitstraum. Und ich finde es nach wie vor toll. Zeschmars Leidenschaft zahlt sich aus. Er konnte nachweisen, dass die kleinen Schwertwale keine großen Wanderungen unternehmen, sondern ihren Jagdgründen in der Bay of Islands relativ treu bleiben. Die vielen Wale vor den Küsten waren auch früher ein Anreiz für zahlreiche Europäer, nach Neuseeland zu kommen. Euphorische Berichte hatte James Cook in die alte Welt geschickt. Der britische Seefahrer erreichte das Inselreich 1769. Viele der neuen Siedler gingen an der Ostküste der Südinsel an Land. Der Weg an die Westküste war jedoch durch die hohen Gipfel der Südalpen versperrt. Julius von Haast soll erkunden, ob es jenseits der Berge einen Zugang zum Meer gibt. Die Expedition durch die neuseeländischen Alpen bringt Haast an seine körperlichen Grenzen. Doch seine Entdeckungen lassen ihn alle Strapazen ertragen. 1863 gelingt es ihm tatsächlich, einen Weg über die Südalpen zu finden. Der Pass wird später nach ihm benannt.
Immer wieder zieht es Haast in den folgenden Jahren in die Berge. Bereits 2 Jahre später stößt er auf einen riesigen Gletscher, den er nach dem österreichischen Kaiser Franz Josef benennt. Haast ist der Erste, der dieses Gebiet kartografiert. Die große Anzahl von Gletschern verdanken die Südalpen den hohen Niederschlägen. Die warme und feuchte Meeresluft regnet sich an dem Gebirgsmassiv ab und lässt die Eismassen wachsen. Heute allerdings gehen auch in Neuseeland die Gletscher aufgrund der globalen Erwärmung deutlich zurück. Die höchste Erhebung ist der Mount Cook, 3724 Meter hoch. Aoraki, Durchbohrer der Wolken, nennen ihn die Maori. Eine eisige und unwirtliche Landschaft, im Laufe von Millionen Jahren geformt. Hier am Mount Cook treffen wir Uwe Kaulfuß wieder. Ebenso wie Haast interessiert ihn die Entstehungsgeschichte des Gebirges. Wissenschaftlich gesichert ist, dass Urkräfte, die bei der Verschiebung von Erdplatten frei wurden, die Südalpen nach oben schoben. Bis heute wachsen sie rund 1 Zentimeter pro Jahr. Vornehmlich diese jüngeren Prozesse will Kaulfuß mit seinem Team erforschen. Rüber ins Tal. Die neuseeländischen Alpen sind ein sehr, sehr junges Gebirge, viel, viel jünger als die europäischen Alpen. Und dieses junge Gebirge ist überprägt durch Prozesse aus den letzten Eiszeiten, vor einigen 100.000 Jahren. Das sind also Prozesse, die für den Geologen gerade erst gestern oder vorgestern stattgefunden haben. Neuseeland gehörte bis vor 200 Millionen Jahren zum Urkontinent Pangaea, der in die Kontinente Gondwana und Laurasien zerfiel. Gondwana spaltete sich weiter auf. Die einzelnen Teile drifteten auseinander. Vor etwa 85 Millionen Jahren trennte sich die Landmasse ab, aus der sich später Neuseeland formte. Seitdem entwickelte sich hier eine von anderen Landflächen unabhängige Tier- und Pflanzenwelt. Für Uwe Kaulfuß und seine Kollegen ist die Mount Cook-Region ein spannendes Forschungsareal. Hier. Geologische Spalten erlauben den Wissenschaftlern seltene Einblicke in die Erdgeschichte. Sie lassen Rückschlüsse zu, welche Kräfte bei der Gebirgsbildung vor vielen Millionen Jahren am Werk waren. Auch die riesigen Eismassen haben ihre Spuren hinterlassen. Die Geologen nehmen Proben von verschiedenen Geröllarten. Sie wollen herausfinden, welche Gesteine die Gletscher damals vor sich herschoben. Im Grunde führen wir die Arbeit von Julius von Haast fort. Natürlich mit einer ganz anderen Zielstellung. Für uns geht es nicht darum, ein komplettes Land zu erforschen. Wir wollen Daten zur Geologie sammeln, wir wollen die Geologie Neuseelands verstehen. Und da gibt es natürlich auch noch viel zu entdecken. Wir bekommen ständig neue Resultate und Ergebnisse. Und das macht natürlich die Arbeit als Geologe hier in Neuseeland sehr spannend. So wie Uwe Kaulfuß heute, musste auch Julius von Haast die Ergebnisse seiner Feldforschung präsentieren, um Geld für neue Expeditionen einzuwerben. In Christchurch berichtet er den Honoratioren der Stadt voller Begeisterung von seinen naturwissenschaftlichen Entdeckungen. Während seines leidenschaftlichen Vortrags bemerkt er nicht, wie die Stimmung bei seinen Geldgebern kippt. Um uns herum ragte Gipfel um Gipfel in die Höhe, während tief unter uns, in engen Schluchten, die schäumenden Ströme der Wildwasser sahen, fast zu unseren Füßen. Aber als wir an der Brandung standen, da kam uns ein dreifaches Hurra von Herzen. Der Haast, verzeihen Sie die Frage, aber haben Sie mehr mitgebracht als schöne Worte? Ich bevorzuge solche Steine. Diese Expeditionen sind doch pure Geldverschwendung. Damit hat Haast nicht gerechnet.
Ohne Geldgeber muss er seine Pläne für weitere Expeditionen aufgeben. Ein Dasein ohne Forschungsreisen. Für Haast unvorstellbar. Längst hat er sein Herz an die vielfältigen Landschaften Neuseelands verloren. Im Süden wechseln charakteristische Fjord-Felsküsten mit malerischen Stränden ab. Auf der Nordinsel erstrecken sich kilometerlange Traumstrände. Doch diese Traumstrände sind auch Schauplatz von tragischen Ereignissen eines bislang kaum erforschten Phänomens. Immer wieder stranden massenweise Wale an den Küsten und drohen Elend zu verenden. Der Biologe Jochen Zeschmar erforscht das Verhalten der Meeressäuger. Gleichzeitig bildet er die Bevölkerung in Erster Hilfe für Wale aus. Ein gestrandetes Tier muss so schnell wie möglich zurück ins offene Meer. Eine falsche Vorgehensweise kann den Walen allerdings schwer schaden, mitunter sogar zum Tod führen. Der erste Eindruck, den man hat, wenn man zu einer Massenstrandung kommt, ist eigentlich totales Chaos. Also man hat da 50 bis 100 Wale, einige sind schon tot, die anderen ertrinken gerade. Ein Plastikwal wird mit Wasser gefüllt. Er dient als Übungsobjekt. Als erstes müssen die Tiere an Land gebracht werden. Im flachen Wasser rollen sie immer wieder auf die Seite und drohen zu ersticken. Dann müssen die Wale ständig feucht gehalten werden, damit sie nicht überhitzen. Außerhalb des Wassers funktioniert die Regulation ihrer Körpertemperatur nicht mehr. Wale sind hochintelligent und denen ist oft bewusst, dass man ihnen versucht zu helfen. Und es ist bei mir zum Beispiel schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich bei rauer See unter einem Wal gelandet bin und dass der Wal dann den Schwanz hochhebt, um mich wieder rauszulassen. Also die wissen dann schon ganz gut, dass wir ihnen helfen wollen. Dann baut man da schon so emotionale Bindungen auf zu den Tieren. Jürgen Zeschmar versucht durch diese Lehrgänge möglichst viele Wale zu retten. Das Stranden der Wale hat vermutlich mehrere Gründe. Zunehmender Lärm unter Wasser scheint als Ursache wissenschaftlich gesichert. Dazu kommen Infektionen und Verletzungen. Und schließlich scheint auch der Klimawandel eine Rolle zu spielen. Mit der Erderwärmung verändern sich großräumig Wind- und Meeresströmungen. Und so schwimmen die Wale auf der Suche nach Nahrung in seichte Gewässer. Der Fischreichtum in den Meeren um Neuseeland ist unvergleichlich. Kalte Strömungen aus der Antarktis bringen nährstoffreiches Wasser. Stachelrochen gleiten durch den Pazifik. Der Heringskönig verlässt sich bei der Jagd auf seine Tarnung. Die Aussicht auf Futter lockt unzählige Seevögel sowie den Königsalbatros. Seine Flügelspannweite von bis zu 3,50 Meter ist fast unübertroffen. In dem Pazifikparadies finden auch Zugvögel Nahrung im Überfluss, wie der australische Basstölpel. Das Gebiet am nördlichen Ende der Südinsel ist ein besonders begehrter Platz für diese Tiere. In dieser Region geht die deutsche Biologin Ingrid Hutzler ihrer Forschung nach. Auch im Vogelparadies Neuseeland gibt es bedrohte Arten. Da im Laufe der Jahrhunderte sehr viel Wald abgeholzt wurde, verloren viele Vögel ihren Lebensraum und wichtige Futterplätze. Die Forscherin interessieren vor allem kleine Vogelarten, wie die Pfuhlschnepfe. Die Tiere verbringen den Sommer in Neuseeland. Hier futtern sie sich Fettpolster an.
Den Energievorrat brauchen sie, ehe sie ihre große Reise fast einmal rund um die Welt antreten. Für mich ist es faszinierend, uns einen Vogel anzuschauen und zu denken, der schafft es. Aber da gibt es noch so viele Sachen, die wir nicht wissen, warum, wann sie wegfliegen. Es gibt noch so viele Fragen und so viel zu forschen, zu studieren. Und das fasziniert mich. Abflug nach Alaska. Wissenschaftler können heute die Route der Pfuhlschnepfen genau verfolgen. Einige Tiere tragen einen Funksender. Nach einem Zwischenstopp in Asien fliegen sie bis nach Alaska, um dort zu brüten. Nonstop geht es zurück. Rund 8 Tage brauchen die Pfuhlschnepfen für den Rückflug nach Neuseeland. Hin und zurück sind es 26.000 Kilometer. Das ist Vogelflug-Langstreckenrekord. Die neuseeländischen Austernfischer verlassen ihre Heimat nicht. So kann sie Ingrid Hutzler ganzjährig gut beobachten. Sie will herausfinden, wie sich die Population entwickelt. Dafür muss die Biologin die Vögel 2-mal pro Jahr zählen. Sie erfasst die Tiere in 20er-Gruppen. Am Ende kann sie die Gesamtzahl der Population ziemlich genau schätzen. Die Anzahl geht drastisch zurück. Ohne Zahlen, ohne Beweise passiert überhaupt nichts. Und wir versuchen, diese Fakten zu liefern. Und nur damit kann man was erreichen. Nur dann kann man an die Regierungen sagen, schau mal, hier ist ein Problem. Wir verlieren hier Arten. Hier gibt es viele Arten von Vögeln, die vielleicht in 10, 20 Jahren gar nicht mehr existieren. Wie empfindlich Neuseelands Vogelwelt reagiert, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Die meisten der endemischen Vogelarten können nicht fliegen. Das wurde ihnen zum Verhängnis. Die Europäer brachten Säugetiere mit, die Eier und Jungvögel fraßen. Das Schicksal des Takahe ist typisch. Der extrem seltene Laufvogel ernährt sich hauptsächlich von den jungen Trieben des Tassockgrases. In ganz Neuseeland gibt es nur noch wenige Paare dieses Nahrungsspezialisten. Die dichten Wälder bieten einem anderen Vogel letzte Zuflucht. Dem Nationaltier Neuseelands, dem Kiwi. Er ist nachtaktiv und wie die Takahe flugunfähig. Der Kakapo, der einzige Papagei der Welt, der nicht fliegen kann, ist so gut wie ausgerottet. Und auch der Kea ist bedroht. Er lebt in den Südalpen und gilt als besonders neugierig und verspielt. Und er neigt zu Vandalismus. Zumindest, wenn er Hunger hat. Dann kennt er kein Pardon und macht sich genüsslich über die fahrbaren Untersätze derer her, die ihn in den Südalpen erspähen wollen. Nach seiner Inspektion tut er, als sei nichts gewesen. Neugier war eine treibende Kraft im Leben des deutschen Forschers Julius von Haast. Auch wenn er aus Geldmangel lange nicht so viele Expeditionen durchführen konnte, wie er wollte, sein Ruf als Wissenschaftler war gefestigt. Als bei Entwässerungsarbeiten in der Nähe von Christchurch ungewöhnliche Tierknochen gefunden werden, ruft man niemand anderen als Julius von Haast. Unverzüglich macht sich der Forscher an die Arbeit. Zu seiner Verwunderung nimmt der mysteriöse Fund immer größere Ausmaße an. Am Ende besteht für ihn kein Zweifel. Er hat das Skelett eines Moa freigelegt, jenes sagenhaften Riesenvogels, um den sich Mythen und Legenden ranken.
Haast will das Skelett möglichst schnell bergen. Ja, ja. Noch zwei willst du noch. Er gönnt weder sich noch seinen Mitarbeitern längere Pausen. Die Mahlzeiten werden direkt neben der Ausgrabungsstelle eingenommen. Noch ahnt Haast nicht, dass dieser Fund sein Leben für immer verändern wird. Die Moa waren flugunfähige Laufvögel und reine Pflanzenfresser. Sie erreichten eine Kopfhöhe von bis zu 3 Metern. Die schwereren Weibchen konnten bis zu 270 Kilo wiegen. Begehrte Jagdbeute für die ersten Siedler. Forschungen gehen davon aus, dass die Maori den Moa spätestens am Ende des 14. Jahrhunderts ausgerottet hatten. Menschen lassen in kürzester Zeit Riesenvögel vom Planeten verschwinden. Erdgeschichtliche Vorgänge dagegen spielen sich in für uns unermesslichen Zeiträumen ab. Zeugen der Urgeschichte Neuseelands finden sich an der Ostküste der Südinsel, die Moeraki Boulders. Einzigartige Steinkugeln, bis zu 2 Meter hoch und viele Tonnen schwer. Geformt auf dem Meeresboden, aus den Ablagerungen von Kalksalzen, vor rund 60 Millionen Jahren. Die spektakuläre Landschaft macht natürlich schon den Reiz Neuseelands aus. Die schneebedeckten Alpen, die Fjorde, die Gletscher, die aktiven Vulkane. Und diese Landschaft ist natürlich ein Resultat der aktiven und der vergangenen geologischen Prozesse. Und als Geologe ist es natürlich absolut traumhaft, in so einer Umgebung zu arbeiten. Zentral-Otago im Schatten der Südalpen. Die einzige Region Neuseelands, die über ein nahezu kontinentales Klima verfügt. Für den Fossilien-Experten und seine Kollegen ist diese Gegend mit den heißen Sommern und kalten Wintern besonders reizvoll. Denn genau hier befindet sich die bedeutendste Fundstätte für Fossilien auf der gesamten Südhalbkugel. 23 Millionen Jahre altes Gestein. Man muss nur herankommen. Die Forscher wollen herausfinden, welche Tier- und Pflanzenarten seit der Loslösung vom Kontinent Gondwana in Neuseeland existierten und welche über das Meer von Australien hierher gelangt sind. Die Masse der Fossilien, die wir finden, sind Pflanzenfossilien, perfekt erhaltene Blätter. Wir finden Früchte, Samen, Blüten mit Pollen. Wir finden Insekten, wir finden Spinnen, wir finden Fische. Aber Fossiliensuche ist halt immer so eine Glückssache. Man weiß nie, was kommt. Und wir hoffen natürlich drauf, mal was ganz Besonderes zu finden. Zum Beispiel den fossilen Kiwi oder den fossilen Tuatara, die typische Neuseeland-Echse. Und noch eine weitere wissenschaftliche Streitfrage versucht Uwe Kaulfuß zu klären. War Neuseeland vor 25 Millionen Jahren vollständig oder nur teilweise überflutet? Viele Funde von Kaulfuß sprechen jedenfalls dafür, dass die beiden Inseln zu dieser Zeit weitgehend unter Wasser lagen. Doch bis der endgültige Beweis erbracht ist, müssen weitere Daten gesammelt werden. Der Wissenschaftler ist mit seinem heutigen Fund sehr zufrieden. Zwar ist es kein fossiler Kiwi, dafür aber ein sehr gut erhaltenes Blatt, das sich im Sediment verbirgt. Die Zeugnisse der Urgeschichte Neuseelands werden im Canterbury Museum in Christchurch zusammengetragen. Gegründet hat es Julius von Haast. Allen Anfeindungen zum Trotz gelang es ihm, als Wissenschaftler Karriere zu machen. 1869 wird er sogar zum Direktor des Museums ernannt. Am Tag der Eröffnung begrüßt er die wichtigsten Bürger der Stadt. Als Höhepunkt der Veranstaltung präsentiert Haast seinen spektakulärsten Fund. Eine Genugtuung für den oft gedemütigten Wissenschaftler. Ja, umso mehr freue ich mich, Ihnen heute hier in unserem neuen Canterbury Museum einen Fund besonderer wissenschaftlicher Bedeutung zeigen zu können. Es ist der Moa!
Binnen weniger Jahre wird sein Museum das Vorzeigeinstitut für die Moa-Forschung. Und Julius von Haast weltbekannt. Seit er Museumsdirektor geworden ist, geht Haast seltener auf Expeditionen. Der Forscher setzt sich nun für bessere Bildungsmöglichkeiten in Neuseeland ein. Er wird in den Adelsstand erhoben und erhält die Ehrendoktorwürde der Universität Cambridge. Am 16. August 1885 stirbt Julius von Haast. Rund 1000 Menschen kommen zu seiner Beerdigung und erweisen dem Man of Moa die letzte Ehre. Dem Paradies im Pazifik kann sich seit jeher kaum einer entziehen, der es einmal kennengelernt hat. Die Maori erzählen, nachdem Gott die Erde erschaffen hatte, bemerkte er, dass in der Weite des Pazifiks noch Platz war. Genug für zwei Inseln. Also nahm er die schönsten und interessantesten Teile aller Kontinente und schuf sein Meisterwerk. Neuseeland. Uwe Kaulfuß bleibt den Ursprüngen auf der Spur. Ingrid Hutzler lässt die Vogelwelt nicht aus den Augen. Und Jochen Zeschmer forscht weiter an seinen Walen. Mit den Augen deutscher Wissenschaftler haben wir Neuseeland kennengelernt. Seine bewegte Geschichte, seine atemberaubende Natur, seine Seele. Das Land am anderen Ende der Welt. Für viele Menschen ist es einer der letzten Sehnsuchtsorte unseres Planeten.